Explainit und GFM präsentieren den Marketing Insight des Monats zum Thema Storytelling. Wissen Sie, wie diese drei missmutigen Appenzeller und die gemütliche Holzbank zueinander fanden? Nun, dann hören Sie mal zu. Geschichten erzählen sich Menschen schon immer. Darauf baut auch Storytelling im Marketing auf. Beim Storytelling werden Inhalte in Form einer Geschichte transportiert. Wenn immer mehr Informationen auf die Menschen einprasseln, ist es wichtig, aus dieser Flut herauszustechen, um wahrgenommen zu werden. Eine Möglichkeit dafür ist Storytelling. Spiegelneuronen erzeugen im Gehirn des Zusehers, Zuhörers oder Lesers das Gefühl, die erzählte Geschichte mitzuerleben. So werden die kommunizierten Inhalte besonders gut verarbeitet. Außerdem wecken Geschichten Emotionen, bleiben daher besser im Kopf und werden gerne weitererzählt oder geteilt. Das ist vor allem in sozialen Netzwerken wichtig. Storytelling funktioniert nicht nur in der B2C-Werbung. Auch im B2B-Bereich und zur Präsentation als Arbeitgeber bietet es viele Chancen. Aber wie genau erzählt man eine gute Story im Marketing? Wir haben ein paar Tipps für Sie. Kurze Geschichten prägen sich besser ein. Konzentrieren Sie sich also auf das Wesentliche. Außerdem sollten Sie die Hauptperson mit markanten, charakteristischen Merkmalen ausstatten. So ist das Potenzial zur Identifizierung höher. Ein weiterer wichtiger Punkt: Erzählen Sie eine positive Geschichte, am besten mit Happy End. Vergessen Sie außerdem nicht, dass eine gute Geschichte einer Dramaturgie folgen sollte, die aus Höhen und Tiefen oder überraschenden Wendungen besteht. Um die Fantasie Ihrer Kunden anzuregen, sollten Sie Metaphern, Symbole und Bilder verwenden. So entsteht im Kopf Ihrer Kunden ein lebhaftes Bild und positive Emotionen, die auch mit Ihrer Marke verbunden werden. Um eine Geschichte zu erzählen, müssen sich die Bilder nicht unbedingt bewegen. Storytelling funktioniert also auch auf Plakaten. Die Geschichte läuft dann vor dem inneren Auge des Betrachters ab. Das nutzt zum Beispiel der Autovermieter Sixt. Auch unsere drei Herren aus dem Appenzell sind ein gutes Beispiel für gelungenes Storytelling. Der Käsehersteller Appenzeller hat es mit den Charakteren geschafft, die Sympathie und das Interesse der Zuseher und zahlreiche neue Facebook-Fans zu gewinnen. Der Absatz für diese Delikatesse ist innerhalb Jahresfrist um 14% gestiegen und das auf dem stagnierenden Käsemarkt. Und wie fanden nun die Senner und die Holzbank zueinander? Nun, das ist eine ganz andere Geschichte. Das war der Marketing Insight des Monats, präsentiert von Explainit und GFM.